In der Stadt Hartberg gibt es seit kurzem einen Sieger des Architektenwettbewerbs zum Schloss Hartberg. Im westlichen Teil soll die Infrastruktur des Sparkasse Rittersaals und der Gastronomie verbessert werden. Im östlichen Teil ist ein Zubau für die Hartberger Kosmetikfirma Ringana geplant. Dazu Bürgermeister Karl Pack. Hier war das Bundesdenkmal, die Ortsbildkommission, die Ortsbildsachverständigen in diese Jury eingebunden, war eindeutig für das Siegerprojekt. Nun geht es an die Umsetzbarkeit in Bezug auf Machbarkeit und Finanzierbarkeit. Was beinhaltet das Modell? Beim Zubau im Westen ist unter anderem ein Lift zum Rittersaal geplant, um die Behindertengerechtigkeit zu erfüllen. Im Osten gibt es eine Erweiterung um den Bereich der Firma Ringana. Hier war die Aufforderung an die Architekten, die Nachnutzung zu garantieren. Das hat also der Architekt bestens gelöst, indem er also letztendlich auch eine große einheitliche Fläche als Grundlage genommen hat, und man kann dort von der Galerie bis Bücherei, Archive und dergleichen für die Stadtgemeinde oder einen anderen Nutzer unterbringen. Die Refinanzierung wird mit der Firma Ringana noch ausverhandelt. Seit Mai 2009 ist die Stadt Hartberg Cheetah Slow. Entschleunigung, Regionalität und Nachhaltigkeit müssen in jeder Entwicklung der Stadt mitgetragen werden. Der Cheetah Slow-Gedanke fließt insofern an, weil sich also dieses Projekt sehr homogen in das gesamte Schlossareal hineinfügt. Und ein weiterer Gedanke ist, dass durch die Technik, nämlich das Gasdach, das also letztendlich als Energiequelle und Energiezelle ausgestaltet wird, und daher geht es also auch darum, die Frage, ob es technisch realisierbar ist, dass also dieser Zubau energieautark sein sollte, das heißt sowohl durch die Stromerzeugung beheizt, aber auch gekühlt werden kann. Für Radio Hartberg, Stefanie Simon.